Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Hier, direkt aus unserem neuen Apartment. Jetzt erstmal die Aussicht genießen, wenn es nicht so regnerisch ist. Bisschen Morgennebel noch. Aber sonst ziemlich nice. Ich habe zwischen den Folgen, wie gesagt, noch ein bisschen mein Inventar aufgeräumt. Mal geschaut, was ich alles leben kann und verkaufen kann und so weiter. Wie immer gab es da ziemlich viel zum Aufräumen. Und ja, jetzt ist eigentlich immer noch der Plan, endlich mal ins alte Apartment zurückzugehen, um eben Nibbles, die Katze, herzuzaubern. I don't know, wie man das nennen soll. Etwas Futter ablegen und dann schauen, was passiert. Das Apartment ist ein bisschen, wow, bisschen weiter weg. Wir könnten jetzt Schnellreise machen, eigentlich. Allerdings, ja, braucht es manchmal bei mir etwas lange zum Laden. Aber würde ich jetzt trotzdem einfach mal machen. Die Mods machen halt leider den Ladebildschirm manchmal ziemlich lange. Aber damit muss man leben, wenn man sein Spiel moddelt. Aber das ging jetzt ganz schnell. Da sind wir auch schon zu Hause. Lass mal schauen. Da geht's nicht. Interessanterweise. Ich hätte jetzt eigentlich gerechnet, dass man einfach hier Butter reinlegt, aber ist aus dem Wahl. Der Lego ist leider auch noch nicht gewachsen. Und wenn das nicht so ist, ein bisschen weird. Ich wollte mal kurz noch was schauen. Weil eigentlich hat man ja bestimmte Kleider noch bekommen, wenn man das Phantom Liberty DLC vorbestellt hat. Aber irgendwie fand ich die nicht mehr hier im Kleiderschrank. Ich dachte vielleicht, würde ich sie irgendwo hier finden. Aber spielt wahrscheinlich keine Rolle. Entweder habe ich es aus Versehen verkauft oder man muss die erst noch kaufen. Ah, wait. Man muss das Futter, glaube ich, draußen hier hinstellen. Yes, genau. Da war's. Und jetzt einfach warten. Got a problem? Ja, wahrscheinlich einfach ein bisschen warten, bis die Zeit vergeht. Sorry. Ich wollte noch kurz schauen, was das hier für ein Splitter ist. Grüße aus Des Moines. Des Moines? Springt in den Topf und stellt euch auf den Kopf. Ich lebe noch und ihr seid alle tot. Okay. Was hat das zu bedeuten? Des Moines. Grüße aus Des Moines. Ehrlich gesagt weiß ich das gerade echt nicht. Okay. Sind wir hier im Megagebäude? Ziemlich viel, was wir eigentlich erledigen müssen. Down the street trifft ich mit Takemura.
Wer in der Nähe? Oh, die Edge. Müssen wir warten? Mr. Hens anrufen, das gehört zusammen, so gesehen. Fool on the Hill. Das sind alle Graffiti-Tarot-Karten. Das sind alle Cyberpsychos. Das wären auch zwei Dinge, die in der Nähe sind. Könnten wir machen. Und dann vielleicht das mit Takemura. Hätten wir zumindest drei Sachen hier weg. Würde ich vielleicht einfach gleich mal die zwei hier machen, dann wären die schon weg. Das Boxen lasse ich erstmal außen vor, da hat man gesehen, da bin ich ziemlich schlecht drin. Und dann schauen wir mal, vielleicht was dringend ist. Oder wo, ich soll es vielleicht noch markieren, wo das es weitergeht. 411 Meter. Okay. Und das andere. Ist genau in die andere Richtung. Down on the street trifft dich mit Takemura, das ist wo? The A won't go down the street. Das ist da drüben. Ja, komm. Wir machen doch trotzdem mal diesen Auftrag mit Takemura. Mr. Whitey here. Drop that milquetoast kibble and rush to the nearest door for a taste of sweet, sweet, sweet clean speed. Cause life is too short to be slow. Kaboom! Soyasil Machistador, an explosion of taste! Neues Auto könnten wir uns eigentlich auch mal leisten. Ich meine, wir haben ja das Geld dazu. Ja.
Ja. Jetzt. Sorry, da wohl gerade irgendwie mein Controller nicht funktioniert. Scavenger, Maelstrom, ja, alles Schrott. Ich habe übrigens mal hier das Schwert von The Witcher ausgepackt. Hatte ich noch im Pferdeschrank, dem Lager, wie gesagt, und auch noch nicht wirklich benutzt. Ich dachte mir, das könnten wir uns mal anschauen. Und ist, ja. Ist ziemlich stark, offensichtlich. Habe ich noch ein bisschen Loot abgestaubt. Das Spiel. Was für ein Massaker auf der Autobahn. Dann mal schauen. Vielleicht lese ich mir kurz nochmal durch, was da überhaupt der Auftrag ist oder was ging. Falsch getragen. Wir uns da einfach blind hineinwagen, wenn ich es gar nicht mehr weiß. Da war eine Kiste. Sorry, muss sein. War etwas Violettes. Und will ich das ganz kurz machen. Down the street trifft dich mit Takemura. Wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde eines Tages Anrufe von Saburo Arasakas scheiß Bodyguard annehmen, hätte ich laut gelacht. Und jetzt sollen wir uns mit diesem Takemura treffen und ihm auch noch all unsere Informationen geben? Ich werde nicht mal so tun, als ob mir das gefällt. Andererseits, manchmal muss man eben alles setzen, was man hat. Goro Takemura, der einzige Leibwächter von Saburo Arasaka, der so richtig verkackt hat. Er hat vielleicht seine Befehle befolgt, konnte aber Saburos Ermordung durch seinen Sohn Yorinobu nicht verhindern. Nachdem der Relic gestohlen wurde, verfolgte Takemura die Diebe. Dies führte ihn letztendlich zu einer Müllhalde, wo er Dexter DeShaw umlegte und Vi rettete. Die einzige noch lebende Person, die Yorinobus Verbrechen bezeugen konnte. Auf seiner Suche nach der Wahrheit wurde Takemura zur höchsten Priorität für Arasaka und von jedem Agenten der Stadt verfolgt. Rachedurst treibt den ehemaligen Bodyguard an und der wird nicht zur Ruhe kommen, bis es Saburos Mörder seiner gerechten Strafe zugeführt hat. Selbst wenn er dafür mit jemandem wie Vi zusammenarbeiten muss. Das war's also. Wir sollen ihm einfach unsere Informationen geben. Die wir bis jetzt so gesammelt haben.
Nähe dich an die Absperrung an und warte. Takemura. It is good to see you, B. Etwas spät. Seems pretty, secluded here. It is appropriate for such a secret meeting. What the hell happened? Look close to awful. You see a man robbed of his implants, money, and dignity. Look well. It is not all bad. I am mostly unnoticed in the streets. Friend you mentioned here? Oda? He should be here any moment now. Willing finally to give me the spec on him? He's Hanako-sama's bodyguard. Hanako Arasaka's? From the carrier at anchor in the bay? Saburo's daughter? Yes, and if he believes you, we'll next meet with her. What's to stop her little errand boy from selling us out? He will not do that. He is a man of honor. Right, because Arasaka's ranks are chock full of those. Do not confuse true honor with the petty morals by which you live. By God, a good sign. He is usually camouflaged. Schönes Auto. Der Laser trennt sich gar nicht. Habe ich jetzt mal nicht gesehen. Takemura-san. Oda. Is this her? Your thief. She's my witness, V. Can speak for myself, you know. So speak. I have been told you know things. Have you tried our ingredient cherry blossom market? Discover an unpleasant corner. Not gonna like what I'm about to say. I need a guarantee I'm safe here. You are. You have it. V. You can trust Oda. Alright then. Kompeki Plaza. I was there the night it happened. Not like your typical family quarrel until Yorinobu lunged at Saburo and started choking. Silence! Not one word more. You will bring death to your door. But it is the truth. Hanako-sama must hear it. My one concern is to keep her safe in this city forgotten by the gods. Is she in danger? Now? No. Yet during the parade to honor Arasaka-sama? Most certainly. I bring you this witness to his murder. And you dare to worry about a silly parade? Fool! Correct. Unlike you, I have not yet failed to keep my oath to do But my you duty. Can't ignore the truth! You will regret those words. The only thing I regret is that I came here to meet you. There is a price on your head. I do you a favor now by not cutting it off and taking it straight to Yorinobu-sama. What would you do now, were you in my place? I do no favors. I would deliver your head to Yorinobu-sama. Consider yourself lucky that I Oda. Am not... Not like we're asking for a whole lot here. Just one brief meeting. Hanako should decide if what we say is true. You can't decide for her. Will you help? I will not. But I will let you leave this place, this city, unharmed. If I see either of you again, I will not be so lenient. Be very careful, my friend. We are all so far from home. Good fucking riddance. One Arasaka whack job is already plenty. Hat ja viel gebracht, mit ihm zu reden. Was ist das für ein Schiff? Okami. V.
There's no time to waste, B. Find friend there. Got any more? Alas, only him. No way this was gonna work. Yet. We walk away with a small measure of success. How do you figure that? What Oda said. They return to Tokyo after the parade. Do you not see the parade? It is our chance, perhaps. If, somehow, we can get to Hanako-sama, we must do a proper reconnaissance first. We'll need a precise map of Japantown. Hold on. It is your turn to call on friends. Do you know a fixer who could help? Hang on. Not so fast. Make it sound as easy as hacking a schism. But you said yourself, Hanako's got the tightest security in All Night City. Correct. That is why I wish for you to contact us with the local fixer. No, just the fixer, Dame. Wakako Okada. Runs a pachinko parlor on Jig-Jig Street. We must pay this woman a visit. Will you join me? Sure, why not? Satz mit dem Schiff aus. Arasaka-Schiff, ich weiß, aber wieso genau jetzt kommt das vorbei? Jinji Street. What is this name? Just a Night City name. Beware, you mock me too often. You alright, Goro? Yes. Why the sudden concern? Just asking. Does everything with you have to have an ulterior motive? I apologize. That came off wrong. I am simply not used to such questions. People like me, either we are doing well, or we are in a grave. Any idea what's going on at Arasaka? Only what I can surmise from what I see on TV. Yorinobu and his puppets grin at the cameras and insist that everything is under control. But the wider the smile, the bigger the lies. Hat nicht ganz unrecht. Mal schauen, wie das laufen wird. Wir sollen jetzt über die Parade an Hanako rankommen. War nicht Hanako. Oder doch? Ich weiß nicht, wie die Arasaka-Tempel da heißt. Ist auch egal. Musik hat was von modernem Jazz mit Cyberpunk-Stil gemischt. Irgendwie nice. Doch, war Hanako. Die andere heißt hier Wakako. War doch richtig. Ach ja, die Chick-Chick Street. Immer wieder sind wir hier. You asshole. Aber nie freiwillig. Dirt eating no good bastard son of a bitch. Stop right there. What? Oh! Hey! Honey! What the fuck?
You looking for some company tonight? Nee, nee, gerade nicht. Pachinko Automat. How I miss the sound. Rogue, my sweet. This has got to be a misunderstanding. I've no idea who jumped your team, but the claws? No, never. My boys know their place. I'm sorry, got to go. I have guests. V, so nice to see you. And your charming friend is? Happened to be working together, that's all. Takemura Goro desu. Okada-san, oaidekite kouhei desu. Ah, a true gentleman. Ah, shame only that he's being hunted by all Arasaka's tin soldiers. And you, V, bring him to my door. Give me one reason why I shouldn't notify the proper authorities right away. Would have already made the call if you intended to. Simple. You're curious to see what we got. So tell me, and mark well, I still have my phone at hand. Need intel on the parade that's scheduled to come through Japantown. So it's Arasaka. Again. What I fail to understand is, why come to me? Did Mr. Deshawn not come to the phone? Mr. Stern, all night, every night. Don't be soft. Upgrade now. Goro. Remind me why Dex's fat, backstabbing ass is currently indisposed. He's deceased. Butchered and dumped at a landfill by some Arasaka goon. Real shame, that. That a threat I detect? No threat, no. Asked why I couldn't reach Dex. I answered. Just facts, nothing more. Good, because you would then have to join him. Okada-san. Our intentions are honorable. We need just information. It is a matter of life and death. Everything's on the shards. How much does this cost? My pockets are empty. Clearly. My gift to you, it's free. Okada-san, what is free often proves most costly. Gonna take them or not? For free. You sure? Got my reasons, but patience, I got none. Ja, dann. Lass mal sehen. Japantown. Whole district is to be sealed off for the parade. Dashi platforms, the main attraction. They'll fly this way, high above street level. Along the parade route, balconies, footbridges, and vantage points affording good views. Hanako Arasaka, the guest of honor, will deliver her speech from the largest float. She'll do this exactly here. Got no idea about security, but given recent events, expect it to be tight. Our last parade? Arasaka undercovers infiltrated the crowd. Not to mention a smattering of sharpshooters, drones. And if that's not enough fun for one day, a netrunner, one at least. They use the city CCTV to observe everything. Main access point, here. It's an old automated control center. If you ask me, most useful by far. At the end, the floats afloat out of Japantown. And we'll be left with trash up to our elbows that no one will collect. That's it. It's all I have. It must be enough. Then go. Be on your way. Not at all curious what we're going to all this trouble for? Blissful ignorance has served me well. In any case, I'll find out soon, won't I?
Das stimmt. Das stimmt. Thanks, Wakako. We appreciate this, Okada-san. Vielen Dank, vielen Dank. In a city tale. A delightful, mature woman. This information, it could be just what we need. But I will try to investigate further. I will stay here some time and call some associates. The moment I learn something new, I will let you know. Just low profile, okay? Don't start handing out autographs. In fame, I could not overtake you if I tried. Be safe, B. Na. Dann bis später, Takemura. Und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cyberpunk 2077. Tschüss. Buddy. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.